Zusammen mit Ferge und Welz werden wir heute mal die Welt von Niesmann und Bischof erkunden. Du selber hattest einen der ersten Ice Moves. Ja, genau, so sieht es aus. Den Ice Move 6.9, ganz kompaktes Fahrzeug. Alle Attribute, die wir auch eines Vollintegrierten in der kleinen Liner-Klasse dort haben. Super wendiges Fahrzeug, optisch super schick hier in Eifelgrau, abgesetzt mit schwarzem Kühlergrill und Rot. Ja, ist blau angestrahlt, tut ein bisschen in den Augen weh, aber verfärbt auch ein bisschen die Farbe. Eifelgrau ist nicht weiß, sondern ist so ein bisschen Audi-Grau, oder? Genau, ist ein bisschen wie Audi, sieht natürlich super aus in der Kombination, wie wir es hier haben mit den 18 Zoll Leichtmetallfelgen und auch ganz schön, das will ich euch mal zeigen an der Stelle, mit dem Schwarzpaket, was wir hier an Bord haben. Das heißt, wir haben um die Scheinwerfer herum oder auch hier hinten nochmal am Heck schwarze Applikation. Das macht das ganze Auto natürlich super sportlich. Für mich ist der Ice Move wie ein Turnschuh. Du hast hier einfach ein optisch total schickes Fahrzeug und er hat eine Proportion mit den Überhängen. Es sieht einfach spitze aus. Ja, du hast viele Liner-Gene drin, trotzdem bist du unter 3,5 Tonnen? Wenn du möchtest, bist du es. Macht das Sinn? Das kommt auf an, was du vorhast. Wenn du zu zweit bist und sagst, Mensch, das passt, wir nehmen auch nicht so viel mit, ist das in Ordnung. Ich hatte das Fahrzeug mit 4,5 Tonnen. Da hast du natürlich einen riesen Vorteil, dass du eine riesen Zuladung hast von über einer Tonne. Und das macht natürlich super viel Spaß. Auf was steht denn das? Ein Fiat? Fiat Ducato, Unterbau. Und dann kannst du entweder den Light wählen oder auch den Maxi, also dementsprechend 3,5, 3,7 Tonnen oder auch 4,5 Tonnen. Ja, das Fahrzeug hat ja mittlerweile sogar aktiven Spurhalteassistent mit drin, Abstandstempomat und alles, was das Herz begehrt. Verarbeitungsqualität made in Germany eigentlich? Made in Germany, genau wie alle Reismobile bei Niesmann, auch in Handarbeit gefertigt. Verarbeitung, schaut es euch selbst an, ich finde es super. Ja, mittlerweile in der zweiten oder dritten Generation. Kinderkrankheiten gibt es immer, wenn du sowas Neues entwickelst, wie zum Beispiel hier ein Hubbett, das kann man sehr schön sehen, dass sich komplett nahtlos in das Fahrzeug einfügt. Ja. Und mittlerweile die zweite, dritte Generation ist perfekt, fast perfekt, muss man schon sagen. Ja. Ich sag mal, Kleinigkeiten gibt es immer, aber das Ding ist jetzt mit diesem nahtlosen Hubbett, was du gar nicht mehr siehst, wirklich, es war schon damals ein richtiger Traum, absolut. Aber mittlerweile ist es auch technisch extrem ausgereift. Absolut, also natürlich eine erste Generation hat immer ein paar Wehwehchen. Heute ist alles angepasst, die Fahrzeuge wurden nachgearbeitet, ganz, ganz klar. Das ist normal, wir sind ja ein Kleinserienhersteller in der Hinsicht immer und es werden ja nie riesen Stückzahlen gefertigt. Guck mal hier, die Dämmung. Also was hier super toll ist, das Auto ist sehr, sehr gut abisoliert, das heißt Wärme als auch Kälte und was dazu noch kommt, ist, dass der Wagen auf Leichtbau XXL. Extremer Leichtbau, oder? Ja, genau. Und du siehst es hier, du hast das also alles eingefasst entsprechend. Das ist hier, wie soll man sagen, wie so eine Art Styrodur, möchte ich einfach mal sagen. Isolierschaum quasi, aber sehr fest. Da kannst du den reinbohren, gell? Absolut, das ist fest. Das Ganze ist einmal beheizt. Und du hast, das gefällt mir sehr gut bei Niesmann, in dieser Klappe zentral alles, was du brauchst. Du hast die Entleerung vom Wassertank, vom Abwassertank, das geht in dem Fall elektronisch vom Cockpit aus, wenn du also drin sitzt. Du hast hier den Wärmetauscher, wenn du möchtest. Du hast alle Wasserhähne, das heißt, du brauchst immer nur an eine Klappe gehen und auch der Stromstecker, der quasi reingeht, sitzt hier verdeckt. Ich finde das gut, weil das Problem sind immer Mäuse und die können sich so klein machen, die Mäuse. Ich habe selber schon Mäuse im Auto gehabt, das ist passiert. Die kommen über die Stromleitung rein, wenn du es mal kurz vergisst, irgendwie nichts zu machen, gerade in der Übergangszeit, im Frühjahr und im Winter, im Herbst, dann sind die so schnell im Auto drin und du kriegst sie nicht mehr raus. Die gehören besser nach draußen. Ja, das ist so und das kann hier nicht passieren eigentlich, wenn man die Klappen nicht auflässt. Ja. Doppelbodenkonzept habe ich eben gesehen, mach nochmal auf, da vorne ist ein nettes kleines Detail, das ist ein Wärmetauscher. Genau, der Wärmetauscher, damit hast du ja den riesen Vorteil, dass die Motorwärme, die während der Fahrt anfällt, nach hinten geleitet wird und schleust sich quasi über den Wärmetauscher in das Heizsystem ein. Das heißt, du hast auch während der Fahrt die Möglichkeit, das Fahrzeug schon zu beheizen. Gerade im Winter eine super Sache. Du kommst auf dem Campingplatz an und hast das Auto direkt warm. Die Heizung braucht gar nicht wieder bei Null starten, sondern ist direkt schon vorgewärmt. Also top. So, hier vorne siehst du schön die Integration. Die Breite vom Fahrzeug, was haben wir hier?
Wir sind hier bei 2,23 Meter, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Also sehr kompakt, oder? Sehr kompakt, er fährt sich auch sehr kompakt. Du hast natürlich auch die schönen großen Reifen hier mit dabei. Das sieht nicht nur stimmig aus, das fährt sich auch einfach geil. Das muss man so sagen. Busspiegel sind hier mit dabei. Du hast eine große Panoramascheibe. Hm. Es ist ein vollintegrierter, natürlich mit langer Lebensdauer vom Design her, weil du nicht hier vorne wie beim Teilintegrierten das Cockpit siehst. Das ist Urlaub von Anfang an. Ja. Er hat viele Extras mit drin, das können wir uns gleich mal angucken. Also du siehst hier vorne natürlich erstmal die Farbe. Du hast richtige Echtglasfenster an der Seite, das ist ja Standard. Und wie man hier schön sehen kann, die Sitzgruppe, alles ist anders wie bei anderen Reisemobilen. Genau, also bei dem Fahrzeug wurde das gesamte Raumkonzept neu gedacht. Warum neu gedacht? Es gibt keinen Grundriss, der 1:1 so auf dem Markt ist. Es ist mit, was das Thema Farben, Form und Materialien angeht, komplett neu gedacht. Es ist also ein ganz neues, modernes Design. Und ja, die Inspirationen zu diesem Design kommen aus Wellnesshotels aus Österreich. Und ist nicht jedermanns Sache, muss man sagen. Also viele sind ja mit einem langlebigen, etwas wärmeren Design unterwegs. Hier hast du schöne Holzfarben gemischt. Es ist aber, es trifft, ich denke mal so 20% der Leute sagen, genau das ist mein Auto. Darauf habe ich immer gewartet. Ganz genau. Also ich sehe es auch. Du hast... das ist was ganz anderes. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, du musst dich sicherlich dran gewöhnen. Aber wir haben ganz viele Leute, die sagen, endlich mal was ganz anderes, endlich mal nicht mehr den typischen Innenausbau. Und wenn wir gleich mal ins Fahrzeug gehen, dann werden wir das auch nochmal sehen und ich werde es euch nochmal zeigen. Also, hier vorne, interessanterweise, hier oben drüber ist das Hubbett drin. Ja? Das heißt, das ist so stark integriert, dass du selbst bei so einem 3,5 Tonnen siehst du nicht. Ja? Genau, also es ist quasi unsichtbar. Auf Wunsch kannst du natürlich das Fahrzeug auch ohne Hubbett bekommen. Dann hast du vorne eine zusätzliche Schrankreihe für noch mehr Stauraum. Aber das schauen wir uns direkt gleich mal an. Ja, der Trick ist, dass sie auf einer Seite Schränke weggelassen haben. Wir können uns das mal gerade angucken. Preis ist hier 190.190 Euro. Es geht los bei 108.000. Das heißt, der hat sich mal knapp verdoppelt von der Serienausstattung zum Endprodukt. Dafür hast du natürlich jede Menge Ausstattung mit an Bord. Sämtliche Pakete, wie wir es hier sehen. Das Grundmodell hat 140 PS. Wir haben jetzt hier die 180 PS Variante. Dann hast du hier das 9-Gang-Automatikgetriebe mit an Bord von ZF. Das ist super. Das Auto ist damit unwahrscheinlich wendig. Lithium-Batterien sind auch übrigens schon in der Serie mit enthalten. Ja, also es lässt keine Wünsche offen. Sag mal, es gibt dieses Holz und dieses Holz? Oder gibt es verschiedene Holz? Nee, es gibt auch unterschiedliches. Also das ist jetzt einmal in, ich sag jetzt mal, dunkel gehalten. Das Ganze gibt es aber auch in einem leicht gekalkten Ton, so möchte ich es mal sagen. So grau, so ein bisschen. So ein bisschen hellgrau, genau. Das ist Geschmackssache. Ja, also ich finde, das Dunkle passt super zum Auto, setzt sich gut ab. Aber wie gesagt, das ist der eine liebt die Mama, der andere liebt den Papa, ne? Ja, das Schöne ist auch im Innenraumdesign. Also Sie waren ja Vorreiter, was so das Thema textiles Design angeht. Das kannst du abwaschen. Ja. Da ist also richtig, das sieht aus, als wäre es irgendwie ein Filz, aber ist es gar nicht, oder? Doch, das ist es tatsächlich. Aber der ist so hoch verpresst. Also du hast hier eine ganz ebene Fläche. Du kannst es sehr gut reinigen. Und was ich persönlich ganz toll finde, ist, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, hast du eine ganz tolle Akustik, weil der Filz nimmt den Schall und die Akustik einfach auf. Also man kann es reinigen. Also ist ja viel also, man kann es reinigen, auf jeden Fall, aber es ist auch von der Akustik ganz, ganz toll. So, und dann siehst du also hier, wir können mal ganz kurz reinschauen, dass wir hier nicht groß stören bei den Leuten. Das ist dieses Raumgefühl, was du hier drin hast. Und das Hubbett, ist das groß eigentlich? Also ich mache es erstmal hoch. Es ist fast unsichtbar in dem Fall, aber du kannst natürlich hier auch, ja, ohne weiteres... Boah, ist das krass groß. Ja, absolut. Also du kannst, also für Kinder super, aber du kannst es auch als Erwachsener nutzen. Und die Matratze ist so konzipiert, dass du... Jetzt ist es hier eingeschweißt noch, aber du würdest jetzt die Matratze einmal rüberklappen, dass du also eine komplett hochwertige, dicke Matratze über das ganze Bett hast und hast auch hier unten nochmal einen Lattenrost, dass du also auch einen guten Schlafkomfort hast. Also ja. Nochmal, die Matratze ist gut genug, obwohl die ja relativ flach ist. Oder geht die hier zur Seite, wird die irgendwie aufgedoppelt? Genau, die wird aufgedoppelt. Ich will das einfach mal... Ach, die ist an, jetzt sehe ich, die kannst du umklappen. Genau, du hast hier so einen Keil und den klappst du um. Und dann hat die Matratze so eine Stärke von, na, was wird das sein, sagen wir mal 7-8 Zentimeter, würde ich sagen. Also natürlich, als Erwachsener schläfst du hinten im großen Bett angenehmer, gar keine Frage. Aber wenn du spontan Besuch bekommst oder wenn du dein Kind mit dabei hast oder auch zwei, das ist alles überhaupt kein Thema. Oder der Wochenendtrip zu viert mit Freunden. Sehe ich gar kein Problem. Und hier vorne ist das Möbeldesign. Was mir auffällt bei Niesmann, das haben sie bei anderen auch gemacht, sie haben die Staukästen an den Seiten weggelassen. Und deswegen wirkt dieses Auto in dem Moment so breit wie ein 2,40 Meter Auto. Und das ist ein Trick. Oftmals brauchen wir ja die Staukästen hier oben gar nicht. Die Frage ist immer, was nimmst du mit? Es gibt Fahrzeuge, die haben ganz, ganz viel Platz. Ich wüsste gar nicht, was ich alles reinpacken sollte, denn
was brauchst du, ne? Und wir haben hier alles mit verbaut. Wenn wir hier mal schauen, hier ist ein Sonos Soundsystem mit an Bord. Macht einen ganz tollen Raumklang. Auch gerade mit der Akustik, mit dem Filz. Also hört es euch mal an, ist wirklich super. Du hast hier oben zentral ein Technikfach. Das heißt, wir haben hier Glaspanelschalter. Wenn ich nur mit dem Finger in die Gegend komme, dann aktiviert. Das ist aus den großen Linern übernommen, gell? Ja, genau. Ja. Hast die ganze Technik zentral. Der Fernseher integriert sich hier ja wunderbar mit rein. Also das ist toll. Ja, ich habe die mal gesehen in Bayern. Also standen, wurden sie ausgestellt. Ihr seid ja aus dem Norden. Genau. Da kann man die auch sehen. Habt ihr einen Icemove da eigentlich in Osnabrück? Icemove haben wir auf dem Hof, genau. Ihr seid gar nicht aus Osnabrück. Ihr seid aus? Aus Wissendorf, aber ist es in der wenn Nähe. Du im Auto 5 Minuten sitzt und fährst, bist du in Osnabrück. Und Osnabrück sagt doch den meisten was. Und Bissendorf gibt es ja auch noch mal bei Hannover. Also insofern ist Osnabrück schon die richtige Richtung. Also Bissendorf bei Osnabrück und nicht bei Hannover. Waren Leute eigentlich schon mal in Hannover bei euch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn es einer gemacht hätte, hätte das nicht zugegeben, oder? Ich zeig mal gerade, das ist das Bedienpanel. Hier hat man alles auf ein Panel reduziert. Ja. Ist auch von CBE, aber ist das Neue? Das ist das ganz Neue. Hat alle wichtigen Funktionen, funktioniert über Touchscreen. Toll. Es hat eine Funktion. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass du die Blickachse hier vergrößern kannst, weil das hier ja eingebaut ist. Zeig mir genau. Das mal bitte. Also du hast sowieso im ganzen Fahrzeug eine freie Sichtachse und du hast hier einen Möbellift. Den kannst du über die Glaspanelschalter dementsprechend hoch und runter fahren. Ich senke den Lift jetzt dementsprechend gerade einmal ab und jetzt haben wir eine komplette freie Sichtachse. Also wenn du jetzt hinten im Bett liegst, kannst du wunderbar durch die Panoramascheibe rausschauen. Sag mal, das Fahrzeug selber ist konkurrenzlos, oder? Also mir ist kein Fahrzeug bekannt, wo ich sagen würde, dass 3,5 Tonnen mit der Ausstattung voll integriert in dem Design, oder? Das kriegst du nicht. Also ich kenne keinen. Und du hast auch hier ganz viele Stauraummöglichkeiten. Also einmal hast du hier oben diese schönen Klappen. Was ich persönlich sehr schön finde, wenn du schaust, du hast Metallscharniere, du hast Gasdruckfedern, es schließt alles. Also ordentlich gemacht. Alles hundertprozentig. Du hast die Betten. Da kannst du das Fußende hochklappen und hast hier unter die Kleiderschränke. Boah, mit so einem Lift, das kenne ich von Karthago. Das ist aber hier viel, viel cooler gemacht, hier mit dem Hochklappen. Du brauchst kein spezielles Polster hier, der Bezug. Das kann ein ganz normales Spannbetttuch sein. Absolut. Das heißt, du kannst es hochklappen, ja? Du klappst es hoch, ganz normal Spannbetttuch, kannst deine Sachen hier dementsprechend reinhängen, kannst dann das Ganze auch verschließen. In dem Fall sehe ich gerade schon, hat irgendeiner randaliert, aber Messebetrieb. Messebetrieb ist immer Ausnahmezustand, genau, gerade zum Ende der Messe. Sag mal, ist es dahin Carbon, echtes Carbon, oder? Es ist Carbonoptik, genau, das ist ja die Heckwand, das kannst du aber auch anders bestellen. Du könntest es auch abgeledert haben, in Petrol oder ähnlichen, sieht auch super schick aus und ja. Hat natürlich was, aber sehr schick. Der eine mag es lieber wohnlich. So, zeig mir noch mal gerade mal hier die Blickachse. Wenn du das hier hochfährst, genau. Du kannst ja hier diesen Schrank hochfahren, das machen wir mal gerade. Und dann ist hier vorne geschlossen. Das heißt, du kannst hier die Blickachse versperren. Und das ist natürlich, hat einen riesen Vorteil, dass der Schrank dann verschwindet. Der Schrank dient uns in dem Fall als Raumteiler. Also er stoppt auf ja, fast der Hälfte des Weges und wir fahren ihn jetzt mal nach ganz oben. Damit schaffen wir uns ein komplettes abgetrennten Bereich. So. Und jetzt ist die Tür nämlich nur halb und wenn du die schließt, ist alles geschlossen, oder? Genau, und diese Tür kannst du zusätzlich nochmal schließen. Wahnsinn! Also das ist so, wenn du das nicht vorführst, die meisten, dann werden das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, dass es geht. Aber hier auch, die Küche hat eine Funktion, die kann auch einiges. Was kann die zum Beispiel? Also die Küche sieht auf den ersten Blick super kompakt aus. Sie ist komplett neu gedacht, wie es sie in erster Form nicht gibt. Das heißt, du hast ganz normal die Besteckschublade und die zweite Schublade ist in dem Fall ein Kompressorkühlschrank. Dieser kommt aus dem Gastrobereich, ist also komplett aus Edelstahl gefertigt. Kompressorbetrieb. Der Kompressor sitzt unterhalb des Ganzen, das heißt, der ist geräuschisoliert und abgekapselt. Nochmal, das ist eine Gastro-richtige Kühlschublade. Das heißt, da kannst du den ganzen Einkauf einfach reinladen, fertig. Komplett. Der große Vorteil ist auch gerade bei Flaschen während der Fahrt, wenn du sie hereinstellst, dass sie nicht durch die Gegend fallen, als wenn du sie in einen Kühlschrank legst und fährst in die Kurve und sie rutscht. Und das hier, das sind diese Teile, die auch in der Gastronomie verwendet werden, wo du zum Beispiel das Frühstück drin aufbewahren kannst und so weiter. Das sind diese ganz normalen Polycarbonat-Normbehälter, die es gibt. Die kannst du reinpacken, rausnehmen hier unten. Die passen auch direkt rein. Die passen dort genau rein. Und du hast auch hier oben unter nochmal ein Gefrierfach. Das ist so, naja, wie viele Liter passen da vielleicht rein? So knapp 10 würde ich jetzt sagen. Das reicht mal für Eiscreme. Eiscreme oder Eiswürfel. Sowas in der Art, genau, überhaupt gar kein Thema. Also auch hier jede Menge Platz.
Da, was ist hier vorne? Das Spülbecken, was ist das hier? Genau. Das sieht ja ganz, ganz neckig aus. Ich zeige dir aber vorher nochmal den Herd, wo wir hier gerade stehen. Und zwar, wenn du kochen möchtest und du brauchst mehr Arbeitsfläche, hast du die Möglichkeit, dass wir das Kochfeld erweitern. Das heißt, wir schieben es hier dran. Hier ist ein Magnet drin, das hält es fest. Und dann hast du hier deinen 2-Flammen-Herd. Du kannst hier noch zusätzlich drauf arbeiten. Und dann kannst du auch noch das Schneidbrett herausnehmen. Das ist ja wie bei QVC hier. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Das kannst du da reinlegen als Arbeitsplattenerweiterung. Und dann kannst du es genau auch nochmal hier reinlegen als Arbeitsplattenerweiterung und hast eine Fläche. Ja, na klar, wenn ich jetzt... Aber jetzt mal ohne Witz, das weiß doch kein Mensch. Die Leute, die hier reingucken, die haben das noch gar nicht gesehen. Deswegen zeige ich es euch ja. Ja, deswegen zeigen wir das. Richtig, genau. Okay. Also super viel Platz und was auch sehr schön ist bei dem Fahrzeug, du hast die Druckwasserpumpe mit an Bord, du hast richtig so, Wasser. Jetzt machen wir noch schnell das Bad, weil die Leute wollen rein. Aber ich bin ganz begeistert. Ja, haben Sie das gesehen, was hier geht? Sie können die Arbeitsplatte erweitern. Haben Sie das gesehen? Ja, das habe ich jetzt. Und hier, wenn Sie kochen wollen, dann schieben Sie das einfach nach vorne und dann ist hier ein Magnet mit drin und der kommt hier vorne ran, dann können Sie darauf arbeiten. Ja. Komplett. Ist das gut? Wie zu Hause. Ja, haben Sie die Schublade, haben Sie die Kühlschublade schon gesehen? Nein. Die große? Schauen Sie mal hier, wenn Sie reinkommen, da haben Sie eine große Gastro-Kühlschublade mit drin. Ja. Ist das gut? Muss man auch dementsprechend kochen, ne? Mayo, das geht nicht so einfach, so selbst zu merken, oder? Alternativ könnten sie auch alkoholische Getränke reinpacken. Da drüben, die haben eine Dunsthaube. Dunstabzugshaube, ja. Die gucken wir uns auch gleich noch an. Mit Let's Boy also noch high, oder? Ja, allerdings. Okay, flott. So, wir gucken mal weiter. Das ist auch hier das Badezimmer, wollen Sie das mal sehen? Würde das mal gesehen? Also das Badezimmer ist ein weiteres Highlight in dem Fahrzeug. Wir haben jetzt in dem Fall hier eine Keramiktoilette mit Festtank und die Dusche ist übrigens ja auch drin. Wo ist die Dusche? Also, ja, wo ist die denn? Genau, ja, das zeige ich mal. Das ist ja ganz toll gemacht. Und zwar schiebst du die ganze Wand komplett rüber. Zack. Super. Und jetzt hast du hier eine gut nutzbare Dusche. Ich bin 1,89 Meter, sagt man. Und ich kann jetzt eine Handpause nehmen. Das wäre ja eine Vakanz, wenn es dann... Einhängen oder nutzen. Und wenn ich mich abgeduscht habe, dann kann ich die ganze Wand wieder rüberschieben. Ja, sodass du hier das Bad hast. Du kannst es natürlich auch nochmal absperren, komplett. Du kannst es zumachen, komplett, ja. Das ist sensationell. Also auch hier das Holz mit allem drum und dran. Das Schöne ist die Festtanktoilette. Du weißt, was das ist, eine Festtanktoilette? Nein. Also normalerweise fürs Ding Kassetten-Chemietoilette. Ah ja. Und die hast du halt gut nicht drin. Für was? Warum ist da keine Chemietoilette drin? Weil es so bestellt wurde. Ach so, das heißt, die gibt's mit Festtank. Das heißt, du musst nichts entsorgen. Du fährst drüber und lässt wie viel Liter ab? Urin und Fäkalien? 100 Liter? 70? 30? 10? Egal. Nee, wir machen weiter mit der Werbung. Okay. So, da ist auf jeden Fall die Festtanktoilette drin. Wir gehen raus. Wir haben noch mehr zu gucken. Wir lassen die Leute mal weiter gucken. Genau, wir kämpfen uns einmal kurz durch. Vielmals merci, für Gucke zu kommen. So, das ist wirklich so. Man muss sagen, diese, ich sag mal, die Fahrzeuge werden ja nicht nur in Deutschland verkauft. Die gehen wirklich nach Luxemburg, sie gehen in die Schweiz rein, sie gehen überall rein. Sie gehen, ja, überall ins Verkaufsgebiet, ne? Also international. So ist das. Wir sind bei Niesmann und Bischof. 2023, der Caravan-Salon lässt grüßen. Und das ist die etwas größere Reihe, Flair 920. Den werden wir uns mal anschauen. Den habt ihr auch auf dem Hof stehen, oder? Den haben wir auch auf dem Hof stehen. Ja, sofort verfügbar. Aber den gucken wir uns jetzt erstmal im Detail an, dass wir überhaupt wissen, was kann das Auto, was bietet das Auto und ja, was ist damit so los? Der Geschäftsführer von Ferge und Welz, einer der beiden, zusammen mit Matthias Welz, rockst du den Laden. Und was ist deine Aufgabe bei Ferge? Alles. Alles. Du bist Mädchen für alles. Ich bin Mädchen für alles. Als Geschäftsführer bist du ja in allen Bereichen drin, aber schwerpunktmäßig kümmere ich mich um den Bereich Service, aber auch Vertrieb. Aber jeder hat seine persönlichen Stärken. Matthias hat einen großen Kundenstamm und kümmert sich dort um die Betreuung. Und, du kommst von Audi. Das ist das korrekt? VW, ja, genau. Audi und VW. Ist das mittlerweile, ist das nah dran, ich sag mal, am Thema automotive Qualität oder sind wir noch weit weg? Weil das ist ja ein Haus auf Rädern mit tausenden von Einbauteilen. Mhm. Aber alles, was ich sehe hier, macht mir nicht so einen zusammengebastelten Eindruck. Alles ist ganz stimmig, oder? Ja, es ist top verarbeitet, es ist gut. Und dennoch muss man sagen,
muss man sich immer darüber im Klaren sein, wenn man sich ein Wohnmobil kauft. Egal welche Marke, es ist ein handwerklich gefertigtes Produkt. Es gibt keine Serienfertigung wie beim Fahrzeug, also wo du alles geschweißt hast mit Robotern und ähnlichen. Und dementsprechend, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Du hast ein ganz tolles Niveau, aber du musst immer damit berücksichtigen. Du brauchst einen Service eigentlich. Du brauchst einen Service und du brauchst einen Partner, der sich darum kümmert und der auch mal Sachen nachstellt. Es bewegt sich alles. Das ist ein kleines Wunder, so ein Auto. Kleines Wunder. Aber es funktioniert in der Praxis ganz gut, muss man sagen. Eine Riesenmesse hier, der Karmann-Salon. Wie viele Tage seid ihr mal hier eigentlich, hier mit dem ganzen Team? Die volle Zeit. Volle Zeit, 11 Tage. 11 Tage, von Anfang bis Ende. Und dein Sohn sieht dich nicht mehr, oder wie? Das ist tatsächlich, aber ich war gestern und vorgestern in Bissendorf, war also Sonntagabend nochmal ganz, ganz kurz zu Hause und bin auch morgen nochmal kurz zu Hause und dann wieder im Laden. Hast mal Hallo gesagt. Ist ja nicht so weit weg hier in Düsseldorf. Ja, also, eben. Bissendorf war Osnabrück, wir sind ein bisschen weiter weg, außerdem können wir nicht abends immer rausgehen. Das ist jetzt 7,5 Tonnen Iveco Daily und auch hier ein Game Changer, weil das Fahrzeug ist relativ flach dafür, dass es alles bietet. Und wir werden gleich uns das Fahrzeug mal ganz genau angucken. Ganz viele Sachen sind inklusive, die du bei anderen bezahlen musst, wie hier zum Beispiel die Klappen, die mit drin sind. Oder sind die extra? Die sind mit drin. Die sind mit drin. Bis gleich. Danke fürs Einschalten. Ferge und Welz in Osnabrück zusammen mit Christian Karp. Tschüss, Christian. Ciao.